Ich habe eine schlechte Nachricht an alle Bewerber. Die meisten Anschreiben, die werden von den Firmen gar nicht gelesen. Und ich habe eine gute Nachricht, denn wenn es Ihnen gelingt, mit Ihrem ersten Satz die Neugier zu wecken, dann wird Ihr Anschreiben eben doch gelesen. Und dann haben Sie gegenüber allen anderen Bewerbern die Nase vorn. Aber wie steigen Sie perfekt in einen Bewerbungsbrief ein? Ich schlage Ihnen 5 geniale Mustersätze für alle Fälle vor. Mein Name ist Martin Wehrle, der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Es gibt Menschen, die behaupten, ein Anschreiben, das brauchst du heute gar nicht mehr, es reicht, den Lebenslauf und die Zeugnisse zu verschicken. Und diese Aussage, die ist fast wahr, falls sie nur einen durchschnittlichen Bewerbungsbrief schreiben. Solche Briefe, die werden nicht gelesen, sondern die werden bestenfalls überflogen. Und wer dem Personaler ein Schlafmittel in Schriftform überreicht, der darf nicht damit rechnen, sich auf diese Weise von anderen Bewerbern abzuheben. Aber es gibt einen Weg, wie Sie mit Ihrem Bewerbungsbrief wirklich punkten können. Es muss Ihnen nur gelingen, die Aufmerksamkeit der Personalentscheider sofort zu fesseln. Denn der erste Satz eines Anschreibens, der wird so gut wie immer gelesen. Schreiben Sie etwas Spannendes, etwas Überraschendes, etwas wirklich Originelles und der Personalentscheider, der kann gar nicht anders, als dass er weiterliest. Ich mache Ihnen jetzt 5 Vorschläge für spannende Einstiege eines Bewerbungsbriefes. Wenn Sie Ihren Brief so beginnen, dann heben Sie sich weit von den anderen Bewerbern ab und dann bleiben Sie den Personalentscheidern in bester Erinnerung. Den ersten Einstieg nenne ich den Paukenschlag. Er geht so. Lassen Sie mich mit dem wichtigsten Grund beginnen, warum Sie von meiner Mitarbeit profitieren können. Das ist ein genialer Schachzug. Statt eine lange Vorrede zu halten, kommen Sie gleich zu der entscheidenden Frage, nämlich welches Ihr Trumpf als Bewerber ist. Das setzt natürlich voraus, dass Sie die Stellenausschreibung genau gelesen haben. Worauf kommt es dieser Firma am meisten an? Wenn zum Beispiel eine innovative Persönlichkeit gesucht wird, die einen neuen Geschäftsbereich aufbauen soll, dann könnten Sie als wichtigsten Grund Ihre Innovationsfreudigkeit nennen und sie gleich mit 1 bis 2 Beispielen unterfüttern. Wenn Sie mit einem solchen Paukenschlag den Brief beginnen, dann heben Sie sich meilenweit von den anderen Bewerbern ab, die erstmal lang und breit erzählen, wo Sie die Stellenausschreibung an welchem Datum gelesen haben. Solche Details, die packen Sie besser ins Betreff, statt den Leser Ihres Briefes gleich zu Beginn einzuschläfern. Am Ende gebe ich Ihnen noch einen wichtigen Tipp zur Länge des Briefes. Das müssen Sie wissen, da wird nämlich viel gesündigt. Jetzt bin ich bei einem zweiten Einstieg. Ich nenne ihn den Vitamin-B-Einstieg. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft frei. Womit würden Sie sich besser fühlen? Mit einem Fremden, über den Sie nichts wissen, außer das, was er über sich selbst behauptet? Oder mit jemandem, der Ihnen über einen Freund, einen Bekannten empfohlen wird? Ich wette, Sie bevorzugen den persönlichen Tipp und Firmen ticken genauso. Der Vitamin-B-Einstieg, der geht so. Ihr langjähriger Vertriebsmitarbeiter Harry Klein hat mich darauf hingewiesen, dass Sie Ihre Marketingabteilung durch einen begabten Werbetexter verstärken wollen. Das Profil Ihrer Ausschreibung ist mir wie auf den Leib geschneidert, denn ich habe Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und nun führen Sie aus, was Sie der Firma zu bieten haben. Was ist gut an diesem Einstieg? Sie nennen sofort den Namen eines langjährigen Mitarbeiters. Der Vertrauensvorschuss, den dieser Mensch genießt, der strahlt auf Sie persönlich ab. Auf einmal sind Sie kein Unbekannter mehr, kein Bewerber von vielen, sondern Sie gehören ein wenig schon zur Familie. Das ist ähnlich, als wenn sich ein Wohngemeinschaftsbewerber auf einen langjährigen Bekannten von Ihnen beziehen kann. Und vor meinem dritten Einstieg ein Tipp: Nutzen Sie meinen 3-teiligen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Ich stelle Ihnen hier eine Methode vor, mit der Ihre Bewerbung den Personalentscheider nicht nur überzeugt, sondern regelrecht begeistert. Es funktioniert tatsächlich, Sie können es 4 Wochen lang testen. Den Link zum Kurs, den finden Sie unter diesem Video und in der Infobox und wir blenden ihn gleich noch ein. Nun werden Sie vielleicht sagen, aber was ist, wenn ich niemanden in dieser Firma kenne? Dann hören Sie sich bitte mal um, ob jemand aus Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis einen Kontakt in die Firma hat. Oder schauen Sie, ob Sie einen Kontakt über soziale Medien aufbauen können. Ich verspreche Ihnen, jeder positiv besetzte Kontakt ins Unternehmen, sogar indirekt, ist besser als kein Kontakt. Nutzen Sie also möglichst oft den Vitamin-B-Einstieg. Und damit bin ich beim dritten Einstieg, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Ich nenne ihn den humorvollen Einstieg.
Wir alle lachen und schmunzeln gern, zumal wir gerade im Beruf oft unter Stress stehen. Wenn es Ihnen gelingt, auf niveauvolle Weise mit Humor in den Brief einzusteigen, dann dürfen Sie mit hohen Sympathiewerten rechnen. Zum Beispiel war ein Klient von mir mit folgendem Einstieg sehr erfolgreich. Wenn ich alles könnte, was in Ihrer Stellenausschreibung gefragt ist, würde ich zum Vorstellungsgespräch im Superman-Kostüm einfliegen. Da ich sehr vieles davon kann, reicht es immerhin für einen guten Anzug, denn, jetzt werden Sie fragen, ist dieser Einstieg nicht zu gewagt? Fühlen sich die Empfänger des Briefes nicht verschaukelt? Das kommt aufs Unternehmen an. Es wäre keine gute Idee, sich auf diese Weise bei einer Behörde oder einem Traditionskonzern zu bewerben. Aber mein Klient, der ging auf Start-up-Firmen zu und dort traf er mit seinem ironischen Einstieg einen Nerv. Einmal ging während seines Vorstellungsgesprächs sogar kurz die Tür auf und ein Mitglied der Geschäftsleitung, das kam mit den Worten rein: Entschuldigung, ich wollte Sie bloß mal kurz gesehen haben. Man hat mir Ihren Brief gezeigt. Durch einen guten Einstieg, wie Sie merken, da können Sie im Gedächtnis bleiben und Sie können die Empfänger neugierig auf sich machen. Ehe ich am Ende auf die richtige Länge eines Bewerbungsbriefes eingehe, hier ein vierter Vorschlag für einen guten Einstieg. Ich nenne ihn den Insider-Einstieg. Eigentlich sind wir schon alte Bekannte, Ihre Firma und ich, denn seit vielen Jahren bin ich Kunde und weiß Ihren Service zu schätzen. Umso mehr reizt es mich, am Aufbau Ihrer Serviceabteilung mitzuarbeiten. Dabei könnten Sie profitieren von meiner ... Glauben Sie mir, wenn Sie Kunde der Firma sind, das ist ein Riesenvorteil, denn auch jetzt ist die Firma kein Neuland für Sie, sondern Sie haben schon ein Gefühl für das Unternehmen. Und umgekehrt sehen die Unternehmensvertreter Sie nicht als einen vollständig Fremden. Vielleicht werden Sie auch deshalb ins Gespräch geladen, um von Ihren Erfahrungen als Kunde zu berichten. Und was tun Sie, wenn Sie bislang kein Kunde dieser Firma sind? Dann können Sie, falls das für Endverbraucher möglich ist, noch vor Ihrer Bewerbung erste Erfahrungen als Kunde sammeln und sich einen ersten Satz daraus bilden, der sich darauf bezieht. Auch das schafft einen Bezug und das zeigt, dass Sie keine Bewerbungen mit der Schrotflinte verschicken, sondern dass Sie sich wirklich für Ihren potenziellen Arbeitgeber interessieren. Und hier ein fünfter Einstieg, mit dem Sie nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ich nenne ihn den APRO-Einstieg. APRO steht für Arbeitsprobe. Die Idee besteht darin, dass Sie der Firma ein Geschenk machen und damit heben Sie sich von den anderen Bewerbern ab. Zum Beispiel entnehmen Sie der Stellenausschreibung, dass die Firma nach neuen Werbekonzepten sucht. Und wenn Sie jetzt ein paar solcher Ideen mitliefern, dann haben Sie eben nicht nur Leistung angekündigt, wie die meisten anderen Bewerber, sondern Sie haben bereits eine nennenswerte Leistung erbracht. Ein APRO-Einstieg, der kann so aussehen: Als kleines Gastgeschenk möchte ich Ihnen meine Vorschläge für Ihr Werbekonzept schicken, siehe Anhang. Diese Arbeitsprobe verrät Ihnen zugleich, wie meine Arbeit für Sie aussehen könnte, denn Ihrer Stellenbeschreibung entnehme ich ... Was glauben Sie? Wie viele Bewerber eröffnen Ihren Brief mit der Mitteilung, Sie hätten der Firma ein Geschenk zu machen? Wie viele Bewerber machen sich die Mühe, wirklich in Vorleistung zu gehen? Ich verspreche Ihnen, mit einem solchen Ansatz, da haben Sie beste Chancen, sich von allen anderen abzuheben und eine Einladung ins Vorstellungsgespräch zu ergattern. Und jetzt sorgen Sie doch dafür, dass Ihre Bewerbung ein absoluter Volltreffer wird und nutzen Sie meinen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Sie werden über die Resultate Ihrer Bewerbungen mehr als verblüfft sein. Schon Tausende von Bewerbern waren genau damit erfolgreich. Klicken Sie jetzt hier und sichern Sie sich Ihren Bewerbungserfolg mit meinen Profi-Tipps. Sie können den Kurs 4 Wochen lang testen. Ich bin sicher, Sie werden sehr überzeugt sein. Schnappen Sie sich Ihren Traumjob. Ich freue mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehle.